Also, wir stehen hier an der Bibliothek und ja, stell dich doch einfach mal vor, der eine oder andere kennt ihn ja vielleicht schon. Ja, ich bin der Georg und bin hier Spielleiter an der Bibliothek der OY. Und die OY, das sind ein Dienervolk der alten Herrscher hier auf Mythodea. Mhm. Und ja, was kann man hier in der Bibliothek erfahren? Ja, also sie haben ein ganz ausgeklügeltes Bibliothekssystem. Wenn wir da auch kurz reinschauen. Also es wurde alles nach Kategorien geordnet. Die ganzen sind alles reine In-Time-Texte. Hier speziell die großen Wissenstexte und Texte, die von den Spielern und Siedlern selber gemacht worden sind, sind auch noch einmal extra verzeichnet. Und hier kann man sich quasi über die Geschehnisse in den vergangenen Jahren in Mythodea informieren? Ja, genau. Man kann sich hier informieren. Natürlich tauchen auch immer wieder neue Texte, verschollene Texte auf und die kommen dann auch hierher rein und werden dann sortiert. Und was für Informationen kann man so erhalten? So? Das ist wirklich total unterschiedlich. Also über die Elemente mit jeweils Geschichten dazu, aber auch natürlich über die Verfemten ist was da. Es gibt Karten, es gibt eigene Zeichnungen, die da sind. Also für jedes Thema eigentlich, Kochbücher sind da, ja? Oder Alchemiebücher, ja. Zauberbücher, also wirklich für alle etwas. Und kommen hier hauptsächlich neue Spieler her oder ist es wirklich gemischt, dass das eigentlich alles an Spielerfolg hier? Wirklich alles gemischt. Wir haben hier zwar auch speziell Anfängerplots, aber natürlich auch sind hier wirklich erfahrene Spieler unterwegs, wenn sie Informationen brauchen und nachfragen. Die Bibliothek hat ja von der OY, sind ja nur die Schriftstücke. Die wahren Wissensträger sind auch die OY. Ja, hier ist gerade einer, der gerade Informationen weitererzählt. Die sind lebende Bibliotheken. Die NSCs werden wirklich toll gebrieft, büffeln auch vorher. Und ja, das sind wirklich Wissensträger. Und die können auch so schon sehr viel beantworten. Und ja, du sagtest gerade, es ist auch ein Plotpoint hier. Also es ist auch, dass man hier Aufgaben erhält? Ja, sicher. Die OY haben ja natürlich auch Bedürfnisse. Mhm. Ja, und zum Beispiel heute fand ein Kindergeburtstag statt, weil eines der OY-Kinder, die hier ist, die hat heute Geburtstag. Da wurden die Spieler gebeten, eine Party zu organisieren. Okay. Und das hat funktioniert? Hat funktioniert. War toll. 2 Stunden lang Programm haben die Spieler aufgetrieben mit Versorgung und allem drum und dran. Wirklich toll. Geschichtenerzähler, Musiker, Tänzer, alles war da. Sehr schön. Also auch solche Sachen werden hier geboten in Mythodea. Ja, auf jeden Fall. Und du sagst auch, auf jeden Fall hierher kommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Lohnt sich. Alles klar. Dann herzlichen Dank für das Interview und Gerne. Weiterhin viel Spaß.